Die große Kammer, die letztes Jahr von Christian Metzger entdeckt wurde, deutet darauf hin, dass es sich bei diesem Bauwerk um einen Kultplatz und ein Sonnenobservatorium handelte. Die Ausrichtung der Kammer lässt den Schluss zu, dass die Erbauer sehr genau über den Lauf der Sonne Bescheid wussten. Die Sonne, sie scheint hier direkt in diese Kammer. Schaut mal, hier ist sie. Die Sonne scheint hier morgens in der aufgehenden Sonne direkt in die Kammer. Jedes Jahr, wenn die Wintersonnenwende beginnt, fallen die Sonnenstrahlen der aufgehenden Sonne exakt in die Kammer. Christian war letztes Jahr zur Wintersonnenwende vor Ort. Er konnte dieses Sonnenspektakel dokumentieren. Die Sonne beginnt mit ihrem Aufgang im Osten und wandert im Lauf des Tages über den Süden nach Westen. Die Sonnenstrahlen treffen die Kammer genau um 8 Uhr morgens. Die Strahlen bewegen sich alle paar Minuten in den hinteren Bereich der zweiten Kammer. Um ca. 9 Uhr haben die Sonnenstrahlen die Tonnengewölbekammer erreicht. Das Spektakel dauert ungefähr eine Stunde, bis die Sonne wieder weiter Richtung Westen zieht und aus der Kammer verschwindet. Heute haben wir mal was ganz Neues vor. Ich habe hier so ein Audio-Messgerät, 4-Kanal. Das heißt, da sind 4 Mikrofone drin, die rundherum aufnehmen. Das stellen wir jetzt in die Kammer und dann werden wir das Mikrofon alleine lassen. Und das lassen wir dann mal eine halbe Stunde laufen, ob irgendwelche Menschen, Wesen, irgendetwas anwesend ist, das uns was mitteilen will. Probieren wir aus, eine ganz neue Geschichte. Da sieht man wunderschön, wie die Sonne hier reinfällt in diese Kammer und sie erleuchtet. Schau mal, die Sonnenstrahlen, Mario. Ja. Die sind und die geil. Ein Hammer. Das Ding ist definitiv zu Sonnenwenden ausgerichtet. Zumindest mal zur Wintersonnenwende. Guck dir das mal an. Es wird doch eine Strahle. Das ist hier, denke ich mal. Aber man weiß ja nicht, wie alt die Bauwerke sind, die verschiedenen. Fast 1,5 Monate später fallen die Sonnenstrahlen der aufgehenden Sonne weiterhin in die Kammer und beleuchten den vorderen Gang. Guck mal, wie das hier. Da ist der Bogen. Der macht einen Bogen, der Schacht, ja. So, jetzt aktivieren wir das Gerät. Wie man hier schon sieht, kommen hier die Ausschläge von den verschiedenen Mikrofonen. Das stellen wir jetzt mal auf volles Rohr dann, würde ich sagen, dass es ganz empfindlich ist. Und dann lassen wir das einfach laufen und dann sehen wir, was passiert.
Der Mario schließt den Gang noch ab, dass uns keiner die Geräte klaut. So, jetzt warten wir ab, was da rauskommt. So, ich mache jetzt einen Versuch mit der Stimmgabel. Hier haben wir was ganz Neues, unser Expeditionsfahrzeug, ist der Urutz 1 mit GoPro und Lichtern. Der kann vorwärts und rückwärts fahren und hier kann er lenken, links, rechts. Und jetzt fahren wir in den Tunnel. Dann lassen wir den da. So, let's go. Im Westen am Fuß des Bauwerks befindet sich ein lang gemauerter Schacht, der in den Kern hineinführt. Unser Forscherkollege und Tüftler Mario Steiner hat ein Expeditionsfahrzeug gebaut, das diesen langen Schacht erkunden konnte.
Das Fahrzeug fuhr 9 Meter tief in den langen Schacht. Die gesetzten Steine haben eine Länge von ca. 1,5 Meter. Sie sind perfekt angelegt und aus Trockenmauerwerk. Am Schluss hat ein eingebrochener Stein die Weiterfahrt verhindert. Wir vermuten auf jeden Fall 3 bis 4 Kammern hier in diesem Bauwerk. Da hinten beginnt es und ist circa 100 Meter lang und endet dann da vorne. So, wir gehen jetzt wieder in die Kammer und schauen mal, ob das Audiogerät etwas aufgenommen hat. Eine Stunde 43 Minuten hat er aufgenommen. Man sieht, er nimmt unsere Sprache jetzt auch gerade auf. Dann machen wir jetzt mal Stopp, würde ich sagen. Ich bin immer gespannt, ob das funktioniert hat.
Aufnahmen des Audiogeräts wurden analysiert und ausgewertet. Es kamen erstaunliche Geräusche zum Vorschein. Mit dem Stimmgabeltest konnten wir einen weiteren Beweis liefern, dass die große Kammer mit dem westlich angelegten Schacht verbunden sein muss. Die störenden Rauschgeräusche, die von einer anliegenden stark befahrenen Straße verursacht werden, konnte ich so gut es ging reduzieren. Das Audiogerät hat seltsame Geräusche aufgenommen. Die Kammer war abgeschlossen, es konnte niemand rein oder raus. Ein weiteres Phänomen ist ein wiederkehrender, tiefer, dumpfer Ton, der auf einer Länge von ca. 10 Minuten in regelmäßigen Abständen zu hören ist. Das Ganggrab in New Grange in Irland ist ein vergleichbarer Fundort. Ausgerichtet ist die Gesamtanlage so, dass die Sonne an mehreren Tagen um die Wintersonnenwende am 21. Dezember bei Sonnenaufgang für ca. 15 Minuten durch eine Öffnung oberhalb des Eingangs zuerst den Gang und dann die kreuzförmige Kammer beleuchtet. Für das bekannteste Ganggrab Irlands wurden 200.000 Tonnen an Gestein und Erde bewegt. Und dies einige hundert Jahre vor dem Bau der Cheops-Pyramide in Ägypten. Christians Entdeckung beweist, dass es in Deutschland vergleichbare Bauwerke gibt, an denen die Kammern in den Wintersonnenwenden mit Sonnenlicht durchflutet werden.